Horrido, Freunde des gepflegten Spaceship, grüß euch. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Oh, guck mal da, Freunde, wie schön da. Könnt ihr sehen? Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Freunde, hier ist der Rucksack, der ist geschnürt. Tasse ist am Start. Kaffeebecher ist am Start. Der Kaffeepott ist am Start. So, zack, pow. Der erste. Der hat schon mal besser gesessen, der Rucksack. Ich gebe zu, Freunde. Die Riemen waren nur verdreht. Boah, bis man erstmal alles so beisammen hat, ne? So, hier zu. Zack. Ihr fragt euch bestimmt auch, was ist denn schon wieder mit denen verkehrt, sag mal. Was passiert denn da schon wieder? Das wissen wir selber nicht so genau. Wir gehen jetzt zu einem Kohlehochbunker mitten im Wald. Und da gibt es auch noch so alte, verlassene, so kleine Ruinen und sowas. Ich war da schon mal bei Tage. Ist jetzt mittlerweile so, ich schätze mal so 5 bis 6 Jahre her. Und da gibt es ja auch noch so eine Bunkeranlage. Jetzt bei Nacht ist da natürlich eine Herausforderung, ne? Wir müssen zusehen, dass wir genügend Licht mitnehmen. Letztes Mal habe ich mir dann ein Käffchen gekocht und jetzt kochen wir uns dann wieder ein Käffchen. Mal gucken, vielleicht können wir in den Turm da oben rein, da hoch und zuck, zuck, puppa. Also wird schon eine spannende Geschichte, Freunde. Stefan ist da hinten auch am Mauscheln, setzt sich alles auf den Kopf, was er kriegen kann. Oh, es geht jetzt los. Ich latsche jetzt hier mitten durch den Wald. Alter. Wie gesagt, ich war ja schon mal da. Das Gelände ist nicht ohne, man muss da echt aufpassen. Weil da gibt es tiefe Löcher. Ach, da gibt es ja genau. Da gibt es auch. Ach ja. Ich glaube sogar, Stefan, die haben da ganz früher auch Munition oder irgendwie sowas gelagert oder auch getestet. Weil da sind auch teilweise so ganz tiefe, so wie so Bunker, wie so Gänge und sowas. Das müsste das Teil eigentlich sein. Es sei denn, ich bin jetzt völlig verwirrt und bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Aber ich glaube schon. Ach ja. Genau. Ah, wir gehen jetzt erstmal. Nee, aber ganz im Ernst, Freunde. Das war eine geile Hausnummer, da bin ich zwar tagsüber, ich verlinke euch das Video mal, da rumgeirrt. Und stimmt, da bin ich ja noch da den Berg da hochgeklettert. Da hat man noch so alte so Ruin-Dinger da gesehen. Also war schon, ist schon, boah, jetzt geht los, Freunde. Da kriegst du Angst, wenn hier stehst, das ist so beeindruckend, ey. Ja, jetzt kann man weiterkennen auf jeden Fall. Ah, da vorne, guck mal da, Stefan, da, das sieht auch einfach nur bombastisch aus. Übrigens war das hier aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, da brauchen wir auch keine Angst haben mit den Treppen. Nee, nur wegen dem Gelände, kein Gelände und so. Oh, und jetzt hier. Genau, oh ja, jetzt weiß ich wieder. Das sieht so krass aus hier. Hier, Alter. Hier kannst du runter gucken. Das sieht so krass aus. Ja, hier sind nur noch, eigentlich nur noch leere Räume, ne? Schon heftig. Damals war ich nur bis zu der ersten. Ich war noch eine Etage höher. Ah, okay. Ja, da weiß ich noch. Da bin ich echt froh, dass ich keine Höhenangst habe. Boah, ganze Bewährung siehst du auch schon mal so. Ach.
Diese hier war ich nämlich, glaube ich, letztes Mal. Nee, da bin ich auch nicht weitergegangen. Das ist nur was für Stefan. Freunde, tut mir leid, aber... Nee, für mich nicht mehr. Nein, weil es geht jetzt hier noch, hier noch. Hier kommt keine Etage mehr. Es geht jetzt noch zwei oder drei nach oben. Kann ich nicht. Hier bin ich letztes Mal auch hängen geblieben. Ist nicht machbar für mich. Mit Geländer, ja, aber so. Ja. Geht, warte mal. Guck mal, da ist noch eine alte Bunkerlampe da. So eine alte Kellerlampe. Also, da oben auch, da ist auch eine ganz schöne da. Ja. Du kannst, aber sei vorsichtig da oben. Vorsichtig. Da sind Riesenschächte, ne? Ja, ja, klar, ich hab das auch schon mal. Ja, ja, stimmt, stimmt. So, dann geh du hier vorbei oder lass mich da runter. Also, okay, ich bin hier, ich warte hier. Also, ist für mich nichts. Schaffe ich nicht. Geht, glaube ich, noch eine höher, ne? Es gibt noch eine, es gibt zwei noch höher. Ja, ja. Ärgert mich. Aber was soll ich machen? Zeig dir mal diese Bunker, die ich da meine. Hier sind diese komischen Tunnel, Freunde. Ja. Da. Da. Ist das krass? Da haben die Schießübungen drin gemacht. Schießübungen? Ja, das war im Zweiten Weltkrieg hier. Da haben die hier Schießübungen gemacht. Ich habe, das steht auch als Kommentar bei mir unter dem anderen Video darunter. Die dass haben, man das nicht hört oder was? So eine Art Schallschutz. Die haben hier Munition auch ausprobiert. Ach so. Ja, es gibt ja auch noch einen Bunker mit Unterständen. Den finde ich auch gleich wieder. Von dem Ding gibt es, glaube ich, noch eins. Boah, das ist voll gruselig jetzt, oder? Ja. Im Hintergrund. Das Teil. Habe ich dir nicht gesagt, dass man Angst kriegt bei dem Teil? Ja, also schon, ne? Wenn hier so steht. Ja, gigantisch, das Ding. Da. Siehst gar nicht, wo der aufhört, ey. Ja, ich weiß, ihr könnt jetzt nicht so viel sehen. Aber ich hoffe... Boah, Alter, das ist so glatt hier, ne? Alles gefroren, ne? Ja, die haben diese Anlage hier bewacht, extrem bewacht. Das sind doch diese Schornsteindinger. Oh ja, so aufpassen, ne? Das hatte ich auch schon mal bei der Muna gehabt und da wussten wir auch nicht, was das ist. Sieht genau, das geil aus. Sieht das geil aus. Das sind Schornsteine. Das sind die Bleche. Darunter muss ein Dings sein, Munitionsbunker. Ja, sag ich doch. Dass sie hier auch Munition getestet haben. Ja, ja, ich meine, hier haben sie die Munition gelagert. Ja, 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 ja. Und hier in diesen Tunneln haben sie dann die ausprobiert. Oh. Das sind genau die gleichen. Ah, okay. Ich dachte, das wären so. Aber dann ist hier unter diesem Berg dann auch. Da, geradeaus. Ja, ist da. Ja. Tatsächlich. Genau. Genau. Ah, hier muss auf jeden Fall auch noch mehr sein. Aber ist jetzt im Dunkeln natürlich blöde, ne? Kannst du nicht so wirklich was finden jetzt hier noch. Aber schon geile Sache. Guck mal, der hier am Glitzern, ich sehe. Ein Fehltritt auf auch so feuchtem Holz. Und das ist gewesen, ne? Das
Hier war auch nochmal ein Abgang. Den haben sie zugeschüttet. Na, ja, das ist schon alles abgebaut da. Ja. Was der Ding ist. Wieder waren es die Metalldiebe oder die haben es vor den Metalldieben schon abgebaut. Ne, ich schätze mal, die haben das vorher schon alles abgebaut. Aber auch, dass sie es schon vorher abgebaut haben. Altes Lämpchen da oben. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, ey? Hier nachts durch die Botanik zu stapfen. Hier sind sie. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Förderbänder gewesen sind. Wie gesagt, ich glaube da. Da. Puh. Da auch. Und dann. Ja genau, letztes Mal bin ich hier hochgekraxelt, ey. Hier liegt eine, die ist umgefallen. Die haben irgendwas darüber gefördert. Gehe ich mal von aus. Ja, das ist er, der mit dem Gesicht. Oh. Also das meinst du? Ja, genau. Der Auge, Auge. Ja, ja, genau. Das sieht so aus. Das ist er. Da, guck mal da. Oh, da stehen noch mehrere Säulen, ja. Da liefen bestimmt Förderbänder drüber. Jack meinte, dass da Förderbänder drüber waren. Kann ich mir vorstellen, dass sie die Kohle dahin gebracht haben. Ach so, ja, das kann auch sein, ja. Weißt du? Ja. Vielleicht kommen wir hier zu dem Heiligen Gral. Wo sind die Dinger? Guck mal, hier ist ein Weg, Stefan. Alter, guck mal, was ist denn hier noch gebaut? Ey, das, hier war ich letztes Mal aber nicht. Was ist denn hier noch? Alter! Wow! Doch, hier bin ich rumgeklettert! Ja! Warst du hier damals nicht? Doch, 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 hier bin ich rumgeklettert! Genau! Pass auf! Ja, richtig, hier bin ich durchgeklettert. Da, die Dinger meinte ich. Genau, die meinte ich. Das sind die Häuser, die ich meinte. Ach so. Ja, da war ich drin hier unten. Ja, genau. Die meinte ich. Was war hier denn? Ob die hier irgendwas haben sie hier gelagert? Man weiß es nicht. Ey. Das meinte ich doch. Hatte ich mich nur mit der. Oh krass. Jetzt guck mal da, das sind auch so. Das ist auch da irgendwas für so einen Schornstein oder so. Ne? Vielleicht waren hier auch Kohlelager drin. Wir haben auch Kohle gelagert hier so. Man weiß nicht. Guck mal, was hier für viel Gedöns hier rauskommt. Ja, ich glaube, hier war mal eine Treppe, die hier so runterging. Ja, hier drüber waren ja die Gebäude, wovon ich dir erzählt hatte. So. Ja. Ich glaube, die sind aber nicht zusammengefallen. Ich glaube, die haben die irgendwie gesprengt oder was. Das sind diese Löcher, die ich meinte, wo wir, wenn wir oben hergehen, dass man tierisch aufpassen muss. Oh, das sind sogar schon die Bäume hier. Hier waren auch dann so einzelne Einbuchtungen und so einzelne Lager. Komm her. Ja. Sag mal leise. Warte. Sag mal leise. Oh ja. Hörst du? Ja. Da muss ja wie ein Schwimmer da hinten sein. Ne? Jo. Hier ist ein Schwimmbad. Alter.
Boah. Was war ein Schwimmbad? Hammer. Ja, da ging dann mal weiter, ne? Aber das Schwimmbad, das ist ja schon echt eine Hausnummer hier. Alter. Gerade einen Hund bellen. Ja, und vorher dieses komische, ich weiß nicht, ob das eine Kettensäge war oder. Wir haben natürlich auch Vollmond, wie sich das gehört vorher, ne? Irgendwie höre ich so, weiß ich nicht. Eigenartig. Da, man hört auch Stimmen. Ja. Da sind welche. Die kommen hierher. Ja, lass ruhig hierher kommen, Hauptsache. Ob wir jetzt hier überreagieren oder was, aber hier in der Nähe, weit und breit, ist nichts. Und dann. Ja. Unser Auto stehen da hinten auch. Ja, mal gut, jetzt wird der jetzt können wir nichts mehr dran ändern, ne? Nee, eigentlich nicht. Wollen wir Kaffee kochen? Dann, weil die haben ja, wann war das bei mir? Vor 4 Wochen? Ja, genau, haben sie eingebrochen, ne? Ja. Haben ein paar Sachen rausgeklaut. Na, das ist nicht so schön. Nee, das war echt nicht so schön. Aber jetzt hört man auch keinen Hund mehr. Komischerweise nicht. Was wird hier uns wieder für einen Streich gespielt? Ja, man weiß nicht, ob das komische Gehirn wieder irgendwelche Sachen sich erfindet oder. Ja, man weiß es nicht, ey. Ja, Freunde, wenn, dann gehen wir hier vorne an, am Anfang würde ich sagen, hier vorne hin. Und ich habe da nicht umsonst hingeschleppt, die ganze Kladderadatsch. Muss sein. Wann haben wir das letzte Mal einen Kaffee getrunken? Ist schon ein Ding her. Ey. Schon ganz, ganz, ganz lange her. Heute Morgen. Sonst hatten wir keinen Kaffee getrunken. Alter. Doch, wo doch, wir doch, die Zuschauer, doch, genau. Zuschauerinnen gesehen haben. Genau. Das ist dunkel, Vollmond. Und es ist aber erst. Es ist erst 22 Uhr. Das kommt einem vor wie 3 Uhr nachts hier, ne? Echt, als wenn es mitten in der Nacht wäre oder so. Ey. Alter Jolli. Boah, so, komm her. Weißt du, was geil ist? Ich stehe mir schon erwähnt mit dem Rücken danach hin und ihr könnt zuerst sehen, wenn die von hinten gleich kommen. Ja. So, die Hand so. Ja. Und das Beste ist, man darf nichts verlieren in dem Gestrüpp hier. Nee, deswegen habe ich immer einen Reißverschluss, weil ich habe immer Angst, dass ich meinen Schlüssel ich verliere. Auch. Ich habe auch immer so Paranoia. Boah, jetzt haben wir gerade schon wieder die Hunde gehört oder was da ist. Was denn? Hast du nicht gehört? Ah. Ja,
Was denn? Ja, auch gleich eine Stimme, so Hund und gleichzeitig auch die Stimme. Ich glaube, wir hören schon Gespenster. Ja, ja. Man darf sie das auch nicht zu bekloppt machen. Das war aber ein Hund, hundertprozentig. Naja, ich meine auch, das war ein Hund. Vielleicht kann ja auch irgendwie so ein wilder, freilaufender Hund sein oder was. Oder man weiß es nicht. Ja. Ja. Halt du noch mal kurz den Kessel, Stefan. Wir machen noch mal kurz den Schütteltrick. Stell mal schnell auf. Jawohl. So komisch an, ne? Blub, blub, blub. Blub, blub. So. Darfst du ja gar nicht trinken, das ist Kätzchensbecher. Aber habe ich Kätzchensbecher genommen? ich bin hier. Ich kriege das nicht so ganz geregelt hier mit meiner neuen Stirnlampe. Oh, reicht schon. Freunde, in diesem Sinne, Stefan. Prost, Jack. Oh. Wer auch immer da draußen noch ist, Prost, wir trinken auf dich. Ja, genau. Prost da draußen. Prost an den Jäger. Boah, ist das geil, oder? Ja, aber echt absolut, ey. Mega. Das war es jetzt aber auch. Wir trinken jetzt den Kaffee aus und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Müssen wir noch ein Plätzchen suchen zum Pennen und sowas. Und war auf jeden Fall noch eine coole Aktion jetzt hier durch den Wald und das und hier, da. Könnt ihr mal, wenn ihr sehen wollt, wie es im Hellen aussieht, ich verlinke das Video mal. Und ich glaube, da habe ich sogar an der gleichen Stelle Kaffee getrunken wie jetzt irgendwie. So. Ja, war schon krass. Halleluja. Freunde, auf euch. Oh, abonniert den Kanal, lasst eine Glocke da, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Das würde uns freuen, hilft uns weiter. Mich, uns, den Stefan auch. Ja, danke schön fürs Werbung gucken. Auch an dieser Stelle sei mal gesagt. Das muss ja auch mal gesagt sein. Ne? Ja, wenn ihr die Werbung guckt, können wir solche Videos für euch machen. Ist ganz einfach so. Das ist tatsächlich so. Ja, aber in diesem Sinne. Bleibt sauber, gerade und gesund. Erkältet euch nicht und macht nachts schön Spaziergänge im Wald. Ist immer interessant. Man weiß nie, ob man so stößt. Ja, haut rein.